Es ist eine Kooperation auf höchster Ebene, die einmal im Jahr im Kulturquartier Leoben zusammenfindet. Da lädt es gemeinsam mit der Musik- und Kunstschule Leoben zum Tag der offenen Tür. Ein Miteinander, von dem beide Institutionen profitieren. Es ist uns ganz wichtig, dass wir da ein breites Spektrum anbieten. Wir haben natürlich im Kulturquartier sowieso über das ganze Jahr sehr viele Veranstaltungen, aber gerade an diesem Tag arbeiten wir sehr mit der Kunst- und Musikschule zusammen. Wir haben aber auch von unserer Seite ein großes Angebot. Wir haben eine Ausstellung zum Anschauen, wir haben die permanente Sammlung, Schienen in die Vergangenheit, wir bieten Führungen an und wir haben natürlich auch ein großes Workshop-Programm für Kinder und Jugendliche. So stand das Kulturquartier einen Tag lang ganz im Zeichen von Musik, Tanz, Theater, Kunst und Kultur. Ob Trommler, Schauspieler oder Musiker mit ihren unterschiedlichen Instrumenten. Jeder konnte sein Können zeigen. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele unterschiedliche, sehr talentierte Künstler und Künstlerinnen wir in Leoben haben. Schauspiel, Tanz, Musik. Und das finde ich schon sehr faszinierend und beeindruckend, weil es uns als Kulturstadt natürlich auch hilft und unseren Ruf nach außen trägt. Das vielfältige Programm unterhielt einen Tag lang das Publikum und bewies eindrucksvoll, wie lebendig die Leobner Kulturszene mit ihren unterschiedlichen Einrichtungen ist. Ein offenes Museum heute vor allen Dingen, aber eigentlich jeden Tag für die kulturinteressierte Bevölkerung. Wir befinden uns hier in der Bibliothek, in einem wichtigen Teil auch dieses Museums und die Musikschule, die weit über den klassischen Unterricht hinaus Kulturarbeit leistet mit ihrem Direktor Heinz Moser, der also als kulturaffiner Mann hier wirklich großartige Dienste leistet im Sinne der Kulturstadt Leoben. Nach so einem erfolgreichen Tag steht einer vierten Auflage im kommenden Jahr wohl nichts mehr im Wege.